Vielleicht hat es, die Affäre, sich einfach so ergeben. Und vielleicht weißt du gar nicht, wie sie so eigentlich angefangen hat. Du bist dir aber sicher, so wie es jetzt läuft, kann es nicht ewig weitergehen. Doch wenn es so einfach wäre, dann hättest du die Affäre bestimmt schon beendet, oder? Ich bin Lena, ich bin Mastercoach und Gründerin von Szenario 2. Und in diesem Video erfährst du meine bewährte Strategie, wie du einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen kannst und diese beenden kannst. Viele stecken ja länger in einer Affäre fest, weil sie so im Logik-Emotions-Dilemma gefangen sind. Eine Affäre fühlt sich ja sehr gut an, die ist super aufregend und spannend und deswegen geht man sie ja überhaupt auch erst ein. Das geht ja dann so weit, dass eine Affäre so wie eine Beziehung in einer Seifenblase ist. So kannst du dir das vorstellen. Da gibt es nur die rosarote Brille und alles ist aufregend. Die Affären, die machen gute Gefühle. Und wir Menschen, wir sind ja so gepolt, dass wir von dem, was gut ist, was cool ist, möglichst viel mehr haben wollen. Und andererseits ist aber eine Affäre auch immer mit einem Betrug einer Beziehung verbunden. Entweder in der eigenen oder in der Beziehung von dem anderen. Es wird also bei einer Affäre die Abmachung der Treue in zumindest einer Beziehung verletzt. Und das heißt, es gibt da immer auch so einen inneren Konflikt. Einerseits fühlt sich die Affäre gut an, aber andererseits verletzt man eben bewusst diese Abmachung gegenüber der Treue. In den meisten Fällen gibt es jedoch oftmals keinen Ausschlag in die eine oder in die andere Richtung. Und weil wir Menschen eben meistens gute Gewohnheitstiere sind, bleibt man einfach mal so beim Status quo und erhält die Affäre vorerst aufrecht. Bis man dann irgendwann zu dem Punkt angekommen ist, wo das Pendeln dann irgendwie auszuschlagen beginnt und wo man sich fragt, naja, wie kann das jetzt überhaupt gut gehen? Und genau das schauen wir uns ab jetzt an. Und da ist mal der erste Schritt, triff selbst die endgültige Entscheidung. Also wenn das Pendel dann so zu schlagen beginnt und dann so im Bereich Affäre beenden stehen bleibt, ist das vermutlich mit einem sehr schweren Schritt verbunden. Denn du hast ja schon vorhin erfahren, warum viele in einer Affäre feststecken und sich dann schwer tun, diese zu beenden. Es geht mit diesem Schritt jetzt also darum, die innere Entscheidung zu treffen, die Affäre auch wirklich zu beenden und zu dieser Entscheidung auch zu stehen. Viele versuchen, die Entscheidung zum Beenden der Affäre auf den anderen abzuwälzen und sagen zum Beispiel so etwas. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Ich bin mir aber nicht sicher, was meinst denn du? In diesem Fall kommuniziert man jedoch eher so eine Art Aufforderung, irgendwas zu machen, daran zu arbeiten und eine Lösung zu finden, sodass die Affäre weitergehen kann. Damit wärst du dann aber nicht in einer Trennungssituation, sondern eher in einer Krisensituation. Dann würdest du hier ja auch ein bisschen im falschen Video sein. Du willst schließlich die Affäre beenden und nicht noch mehr Zeit und Emotionen investieren. Also, wenn du die Affäre beenden möchtest, dann setze klare Grenzen und kommuniziere deine Entscheidung auch genauso klar und deutlich. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Schritt, nämlich beende die Affäre im persönlichen Gespräch. Das ist vielleicht jetzt der zentralste Schritt. Vorhin hatte ich ja schon angesprochen, eine Affäre, sofern möglich, im persönlichen Gespräch zu beenden. Und das gebietet einfach der Anstand, oder? Und auch der Respekt der anderen Person gegenüber. Aber auch natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. In aller Regel wird aber das persönliche Gespräch die bevorzugte Variante sein. Ich zeige dir jetzt ein paar wichtige Tipps und Tricks, damit das persönliche Gespräch möglichst konstruktiv abläuft und nicht so zu einer Horrorshow für dich wird. Ganz genau gehe ich auf diese Tipps dann auch im Blog-Eintrag von mir auf Szenario 2 ein. Da gehe ich ganz in die Tiefe mit noch mehr Beispielen und Hintergrundinfos, wie du dann die Affäre gut beenden kannst. Ich verlinke dir diesen Blogbeitrag mal da oben, sodass du ihn lesen kannst, nachdem du das Video hier angeschaut hast. Also, die wichtigsten Eckpunkte für das Gespräch zum Beenden der Affäre, die findest du auf folgender Infografik. Zuerst mal, wähl den richtigen Ort.
Für das Trennungsgespräch eignet sich ein neutraler, öffentlicher Ort idealerweise am besten. Es kann jetzt ein gemeinsamer Spaziergang sein, ein Plätzchen im Park, ein kleines Café. Das hat ja auch dann einfach den Grund, dass nach dem Trennungsgespräch jeder seine eigenen Wege gehen kann. Dann rede nicht lange um den heißen Brei herum. Es ist also definitiv keine gute Idee, zuerst mal gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen, dann auch nochmal Sex zu haben und dann erst am Schluss die schlechte Nachricht zu verkünden. Mach keine spannende Geschichte draus, sondern komm möglichst gleich zum Punkt und sei ehrlich mit dem, was du sagen möchtest. Es tut mir leid, ich muss dir leider sagen, dass ich mich trennen möchte. Das ist sicherlich ein Schock für dich, aber ich wollte dir persönlich sagen, warum ich mich trennen möchte. Und dann auch noch ganz klar wichtig, klär etwaige organisatorische Dinge gleich. Ich habe ja mittlerweile schon tausende Menschen in Trennungssituationen unterstützt. Und eine Sache gebe ich immer mit, weil sie so wichtig ist. Nämlich kläre organisatorische Dinge idealerweise direkt bei der Trennung. Überleg also mal für dich. Gibt es noch gemeinsame Reservierungen oder Buchungen, Konzertkarten, Hotelzimmer und so weiter? Alle ungeklärten Dinge oder auch so, ja, schauen wir mal, wie wir damit tun, solche Lösungen dieser Art, die tragen dann immer nämlich das Potenzial in sich, dass später alles noch einmal komplizierter wird. Zusätzlich gibt es noch ein paar weitere Sachen, auf die man achten sollte. Insbesondere, dass aus dem Trennungsgespräch kein Therapiegespräch werden sollte. Was ich damit genau meine, erfährst du in dem Blogbeitrag zu diesem Video. Ich habe dir den Link zum Blog übrigens in die Videobeschreibung gepackt, damit du dir den dann nachher noch durchlesen kannst. Nach dem Gespräch kommt dann der nächste Schritt, nämlich geh in eine Kontaktsperre. Viele glauben ja, man hätte die Affäre mit dem Trennungsgespräch beendet. Aber das ist ein Irrtum, dem viele auffliegen. Denn auch wenn das ja nur eine Affäre war, dann ist es ja dennoch eine Trennung, oder? Rechne also damit, dass du zunächst mal emotional zwar erleichtert sein wirst, aber dass es gut vorkommen kann, dass du nach einer gewissen Zeit dann in die Reflexionsphase eintrittst. Das ist dann die Phase, wo man beginnt, alles ein bisschen zu hinterfragen, wo vielleicht auch nochmal Zweifel hochkommen und man auch die Affäre vermisst. Um hier etwaige Rückfälle zu vermeiden, dass man auch wirklich für sich mit der Affäre abschließen kann, da empfehle ich meinen Klienten immer, wirklich so eine Kontaktsperre zu machen und die auch wirklich durchzuhalten. Das bedeutet für dich, keine Nachrichten zu schreiben, auch nicht noch einmal anrufen und vor allem aber auch wirklich kein Liken oder Kommentieren von Fotos auf Social Media. Die Kontaktsperre heißt aber auch, sogenannten passiven Kontakt zu vermeiden. Darunter fällt dieses Stalken und ein bisschen Nachschauen beim Social Media Profil, was sich da so tut, oder auch das Ansehen von Stories, die es geben könnte von der Affäre. Wir wollen also, dass wir wirklich einen radikalen Cut machen. Also keinen Kontakt haben, in welcher Form auch immer. Und oft werde ich dann gefragt, naja, warum kann ich nicht mit der Affäre einfach befreundet bleiben? Wir verstehen uns ja so gut. Aber aus meiner Erfahrung ist es einfach nicht ratsam, unmittelbar nach dem Beenden der Affäre Freunde zu bleiben. Na klar, meinetwegen kann man nach der Kontaktsperre dann an eine Freundschaft denken. Jedoch, das sollte wirklich alles voll gut geklärt sein, denn niemand soll durch eine Freundschaft dann falsche Hoffnungen schöpfen. Und somit kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich fang dich selbst gut auf nach der Trennung. Ja, also dass auch das Beenden der Affäre ähnliche Stufen wie bei einer Trennung hat, das wird oft einfach nicht gesehen im Vorhinein. Wir bei Szenario 2, wir haben jeden Tag mit vielen Menschen zu tun, die entweder selbst verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und sehr viele sind da überrascht von dieser Heftigkeit der Emotionen, die dann nach der Trennung hochkommen. Und bei der Affäre wird das nicht viel anders sein. Ich empfehle es dir also ausdrücklich, dir jetzt schon eine Strategie zurechtzulegen für jene Momente, in denen du die Affäre vermissen wirst. Aber warum kommt es denn eigentlich dazu?
In meinem Video zu den 7 Phasen der Affäre beschreibe ich auch, dass eine Affäre immer so eine Art Seifenblase ist. Das heißt, die Affäre, die existiert in einer Art Seifenblase, so ein bisschen abgekoppelt vom realen Beziehungsalltag. Und das führt aber wiederum dazu, dass die Verliebtheitsphase hier viel länger andauern kann, weil sie ja ständig durch so geheime Treffen, gemeinsame Urlaube, Geheimnisse und so weiter genährt wird. Und das führt dann in den gemeinsamen Momenten zu guten Gefühlen und zu viel Leidenschaft. Und wenn dann diese guten Gefühle aber plötzlich ausbleiben, ja, dann reagiert unser Hirn vielfach eben von dem Entzug da in Form von Trauer, Wut, oft auch Sehnsucht nach dieser anderen Person. Und ich empfehle, dass du das zumindest am Schirm hast und weißt, dass das wahrscheinlich passieren wird und dir überlegst, wie du damit dann gut umgehen kannst. Eine sehr wirkungsvolle Technik aus meinem Kurs Dich selbst zurückgewinnen ist da auch mit dabei, die möchte ich dir kurz erwähnen. Das sind die sogenannten Wohlfühlbooster. Die sind einfach sehr effektiv. Du kannst dir die Videolektionen zu den Wohlfühlboostern, gerade dass ich es rausbringe, hier oben kostenlos anschauen. Da hast du dann eben so ein praxiserprobtes Tool, das vielleicht in dieser emotionalen, schweren Zeit dir wirklich gut zur Seite stehen kann, sodass du dir selber Gutes tun kannst. Und im nächsten Schritt geht es dann auch noch darum, etwas für dich zu lernen. Nämlich finde mal heraus, warum du denn die Affäre eingegangen bist. Vermutlich merkst du auch hier, dass das mit dem eigentlichen Beenden der Affäre gar nicht so viel zu tun hat. Aber wir bei Szenario 2, wir wollen dir hier ganzheitliche Lösungen anbieten, die dich wirklich weiterbringen, sodass du immer auch viel für dich und dein weiteres Leben mitnehmen kannst. Und so mache ich das ja auch im Coaching. Wenn ich hier bei Szenario 2 Coaches ausbilde, dann bringe ich ihnen das ja auch alles bei. Weil meiner Meinung nach kann nur diese hohe Qualität dann eben sichergestellt werden, wenn wir unseren Klienten möglichst viel aus dem Coaching für die viele Situationen im Leben mitgeben, sodass man da sich auch aus einer solchen Situation fürs ganze Leben was mitnehmen kann. Und da gehört beim Beenden der Affäre, nach unserem Dafürhalten, dann auch dazu, dass man sich damit beschäftigt, warum hat das Ganze gestartet, warum bin ich denn die Affäre eingegangen. Für viele Klienten, die selbst eine Affäre hatten und deswegen zu mir ins Coaching kamen, ist das oft so ein bisschen ein Schock, sich selber einzugestehen, okay, ich bin also ein Mensch, der eine Affäre hatte. Es lohnt sich also herauszufinden, warum man die Affäre eingegangen ist. Auch um sich dann eben selber wieder vertrauen zu können. Denn Affären, die ermöglichen ja auch immer etwas. Sei es, dass man ein Bedürfnis befriedigt, das zum Beispiel in der Hauptbeziehung ungehört bleibt. Oder dass man dieses Aufregende und Geheimnisvolle einfach wieder im Leben hat, das die Affäre mit sich bringt. Und einfach mal da so ein bisschen zu reflektieren, das kann interessante Erkenntnisse zutage fördern. Wenn du bei der Unterstützung da das mit mir gemeinsam machen möchtest, ja, wenn du da in einer verzwickten Situation feststeckst und nicht weiter weißt, mein Coaching-Team und ich, wir freuen uns, wenn wir dir dabei helfen können. Ich gebe dir den Link zum Coaching hier mal unter mich hin. Und im Video neben mir, da zeige ich dir nochmal genauer, wie man einen Trennungsschock tatsächlich gut emotional auch bewältigen kann und wie du durch diese schwere Zeit durchkommen kannst. Bis bald und alles Liebe!